Herzlich willkommen, ich bin so Laser und hey, der Nikolaus war da. Er hat alles aufgegessen und sogar ausgetrunken. Anscheinend mag er ja wohl doch Cola. Heute haben wir Türchen 6 und wir gucken uns mal an, was wir uns da bereithält. Wir holen es mal raus und schauen mal hinein. Und wir haben wieder ein Bit am Start und zwar ist es ein T15, auch wieder ein Sternbit am Start, auch wieder eine längliche Version, sehr stark. Das sind natürlich hier die Torx und das ist hier wie gesagt der T15. So, und dann gucken wir mal in die Überraschungsbox rein. So, hier haben wir die 6 drin. Ich habe meine Schere wieder am Start und dann bin ich mal gespannt, was da drin ist. Das weiß ich nämlich selber gerade nicht. Hier ist was drin, das ist eingepackt. Ah, stark! Hier sind so eine UFOs, sind das. Und zwar heißen die Destruction Discs von Leslie. Und wie diese Discs abgehen, das schaut ihr euch am besten jetzt mal in diesem Video an. So, jetzt haben wir den 6. Das ist unser Spezialkalender. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit diesen geilen UFOs. Die sind so der Hammer. Ich habe mir schon welche im Internet angeguckt. Die sind echt irre. So, hier haben wir jetzt einen roten. Leg mal hin. Shit, ich wollte die so andrehen, weil ihr seht, wenn man die nicht andreht, haben die so ein bisschen Schwierigkeiten. Und jetzt guckt an. So geil. Hey. Hey, das war mein Special. Wo ist... Oh, shit. Okay, Leute. Hat wohl nicht funktioniert bei dem. Da machen wir das jetzt bei dem grün oder blau. Ich weiß gar nicht. Machen wir das bei den grün-blauen hier mal. Und diesmal muss ich warten und die mit andrehen. Ja, sehr schön. Jetzt guckt euch das an, die sind so geil. Geil, Alter, sind die geil, ey. Ey, die sind so der Hammer. Ich finde die tierisch geil. Das war also blau, jetzt machen wir mal einen roten. Und ich drehe die immer mit an, wie gesagt. Und der nächste. Und... Ja! Oh, der ist ja special! Der ist ja special, ey! Oh, geil, Alter! Das ist cooles Feuerwerk! Das finde ich wirklich cooles Feuerwerk, Leute! Und den letzten blauen, der muss nochmal so cool werden. Oh, shit! Mist, den konnte ich nicht andrehen. Oh, schade. Oh, der war auch schlecht. Ja, okay, das war der 6. Ich gehe wieder zurück. Das war's mit den Destruction Discs und Tür 6. Halt, ich habe ja versprochen, am 6. Nikolaus gibt es ein Spezialwerkzeugkalender-Unboxing und das machen wir jetzt auch. Wir räumen mal die Sachen weg. Die Discs sind richtig stark. Ich fand die richtig cool mit diesem Effekt, mit diesem Leuchteffekt am Ende. Hammer. Habe ich hier, ist auch wieder ein Wir. Ich muss aber kurz mal hier den auspacken, weil hier vorne wird sonst gespoilert. Da war hier vorne nämlich ein Stück Papier drin. Ne? Und zwar ist das der Wir-Kalender, glaube ich, aus 2014 ist der. Und den hatte ich ja damals, habe ich ja damit noch nicht angefangen. Und jetzt habe ich aber alle von 14 bis 17, alle Kalender in meinem Besitz. Und das wollte ich auch hier unbedingt haben. Es gab sogar noch einen 2013er, aber den habe ich leider nicht mehr bekommen. Und zwar haben wir hier die 2014er Version, glaube ich, ist das hier. Und dieser Weihnachtskalender hat was ganz Tolles. Wir sehen hier auch nochmal, dass er von Via Germany ist. Aber ich habe gerade mal geguckt, ob wir hier ein Datum finden, ob das wirklich der von 2014 ist. Das weiß ich nämlich nicht so genau. Auf jeden Fall haben wir hier einen ganz speziellen Werkzeugkalender aus der Zeit. Wir gucken uns jetzt nämlich mal das ganze Werkzeug aus diesem Kalender an. Wir packen nämlich mal alles aus. Und das hier ist heute eine Spezialfolge. Wir fangen an mit Kästchen 1. Das Tolle bei diesem Kalender ist, dass man den Kalender einmal so verschenken kann. Oder man dreht ihn um und hat hier auf der anderen Seite noch ein anderes Motiv. Und zwar mit so einer Frau.
Ich zeige das mal eben, indem ich mal ein paar mehr umdrehe. Sitzen auch sehr gut drin, muss ich sagen. Hier. Seht ihr? So. Und dann ist hier eine hübsche Frau zu sehen. Oder es gibt auch die Möglichkeit, noch ein anderes Muster mit einer Uhr oder hier mit Werkzeug zu machen. Also das finde ich wirklich sehr gut. Und der Kalender ist auch sehr hochwertig aufgebaut, was das Kastensystem angeht. Hier sind nämlich die ganzen Kästchen drin, sodass man das alles schön rausziehen kann. Also wirklich toll gemacht, toller Kalender. Und den wollte ich unbedingt haben. Und jetzt gucken wir uns mal an, was denn hier so alles drin ist. Und zwar geht es hier mit Türchen 1 los. Und hier haben wir wohl auch gleich schon das größte und beste Stück drin. In der 1 ist ein richtig, richtig starker Seitenschneider. Und zwar ist das ein Kraftschneider. Und ja, der hat so ein bisschen mehr die Möglichkeit, dickere Querschnittkabel und andere Geschichten durchzuknipsen. Und ja, ich finde ihn von der Verarbeitung wirklich sehr gut. Auch der Griff fühlt sich wirklich sehr, sehr gut an. Also wirklich sehr handfreundlich. Also schmiedet sich hier mit dem Griff richtig schön in die Hand an. Und man kann richtig schön Kraft aufwenden. Toller Seitenschneider oder Kraftschneider, besser gesagt. Das ist das gute Stück. Sehr, sehr, sehr schön. Made in Germany. Hier steht auch noch professionell drauf. Hier das Wir Branding. Wirklich tolles Gerät. Und ich habe leider jetzt nichts da zum Demonstrieren. Aber ihr könnt euch ja mal angucken, was das Teil einzeln kostet. Den Kalender gab es bei eBay für knapp 29 Euro. Und nur dieser Schneider kostet das knapp schon. Das heißt, alles Weitere ist so gesehen gratis. Das ist wirklich irre. So, jetzt gucken wir mal weiter. Die 2 haben wir hier oben drin. Ich kann ja mal die 1 wieder zusammenpacken und wir können uns ja mal das Werkzeugmotiv angucken, indem ich die einfach mal wieder reinschiebe. Aber ich muss auch so ein bisschen die Zeit im Auge behalten, deswegen lege ich jetzt hier mal ein bisschen schneller los. So, in der 2 haben wir den Bithalter, den wir auch schon aus den anderen Kalendern kennen. Der ist wirklich toll, ist ein toller Bithalter. Ich mag den. Der ist wirklich super. So, zack, da kommt die 2 auch wieder rein. Wo ist die 3? Das mit dem Reinmachen machen wir mal später. Ich räume jetzt erstmal alles aus, damit nicht so viel Zeit drauf geht. Wo ist denn hier jetzt die 3? So, zack, da wird wohl ein Bit drin sein. Richtig, ein Kreuzbit. So, wie gesagt, packen wir, oder ja, ich muss leider jetzt schon wieder zurückpacken, sonst verliere ich den Überblick. Hier. Auch wieder ein Bit. Gucken wir uns gleich alle an. Die 5. Da ist auch wieder ein Bit drin. Sehr schön. Dann die 6 ist hier oben wieder ein längliches. Oha, das ist aber wirklich länglich. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr lang. Ein Holzgriff. Schön. Schönes Holzteil. Sehr gut. Und das Ganze kommt hier rein. Dann haben wir die 7. Ja, ihr seht, da die ganzen Kästchen so ein eigenes Fach haben, ist es teilweise ein bisschen schwer, die da rauszufummeln. Aber ich finde, das ist von der Machart echt wirklich sehr cool gemacht. Da haben wir hier ein Gummi. Hier ist tatsächlich echt nur ein Gummi drin. Ne? Okay. Ich weiß auch schon wofür. 7, jetzt brauchen wir die 8. Da haben wir noch ein Gummi. Okay, ein Hartgummi, ein Weichgummi. Gut. 8, dann die 9. Und das wird wohl jetzt alles erklären. Ne, hier haben wir einen Inbus drin. Also nach den ganzen Kalendern brauche ich nie wieder einen Inbus. 10, 10, 10 Satz, wohlgemerkt. Inbus Satz. Wo sind jetzt die 10? Ach da. Oh, das ist schwer. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr schwer. Okay, das Teil ist wirklich sehr, sehr schwer. Auch noch alles schön eingepackt im Papier. Ah, jetzt verstehe ich auch, wofür der Imbus ist.
ihr seid genial. Also wir ist hier wirklich mal wieder genial unterwegs. Da haben sie gleich den richtig passenden Imbus. Und zwar ist das hier für den Hammer. Und zwar kommt hier gelb rein. Zack. Ja, das ist wirklich genial mit dem Imbus. Also wirklich Hut ab. Gut mitgedacht. Gelb und blau hier rein. Und dann kommt er auf den Stiel. Zack. Und dann wird das Ganze angezogen. Das ist eine starke Idee. Also wirklich, das ist mal eine richtig starke Idee. Und dann kann man gleich schon den Inbus-Schlüssel mitbenutzen. Finde ich cool. So, ich ziehe den mal schön an. Das Ganze sitzt hier wirklich ordentlich drauf. Also wirklich schön gearbeitet. Und jetzt haben wir einen Gummihammer. Finde ich richtig stark, habe ich noch nicht. Und zwar haben wir hier ein etwas härteres Gummi. Für, ja, weiß ich nicht, zum Beispiel jetzt eine Kurbelwelle mal zu schlagen, weil das Gummi definitiv das Material nicht zerstört. Und hier das etwas weichere, damit kann man andere weichere Gegenstände raushauen. Und ich finde einen Gummihammer gar nicht so verkehrt. Habe ich, wie gesagt, noch nicht in der Ausführung. Und das Ganze macht hier wirklich einen sehr stabilen Eindruck. Hier, das fasst hier schön in das Holz rein. Also es sitzt wirklich brutal stabil drin. Ich kriege den Griff kaum gedreht, bis gar nicht, weil hier so Riffeln drin sind, die das festhalten. Und ja, ein schöner Hammer. Schön. So, weiter geht's. Aber das mit dem Imbus immer noch am besten, ey. Sehr gut gemacht. Stark. So, 10. Dann sind wir bei 11. Weil so lang soll das eigentlich auch nicht werden, aber wieder ein Imbus. Wieder ein Bit, meine ich. 11. Wo ist die 12? Hier unten. 12. Aber ich finde das Thema toll gemacht. Noch ein Bit. 12. 13. Oh, was ist denn hier drin? Oh, das ist ja cool. Ah, so Mikro-Werkzeug. Stark, das kann man so raus. Oh, das ist ja cool. Das war gar nicht auf den Bildern so offensichtlich. Da komme ich gleich mal näher. Man kann hier an den Seiten so drücken, zack, für oben und für unten. Und dann kommen hier so kleine Mikro-Dreher raus, die man sich rausholen kann. Und hier mit einem Schlüsselanhänger, so einen kleinen Karabiner. So, und zwar haben wir hier so kleine Dreher. Hier haben wir einmal... Ich versuche das mal so zu zeigen. Hier haben wir jetzt einmal ein pH, also pH 00, ein SL 1,5, SL 2,0, also Schlitz, Kreuz und einen Imbus und zwar den Zweier, den haben wir hier. Und auf der anderen Seite haben wir hier einmal den 1,5, 1,3, 0,9 und 0,7 Imbus-Dreher und zwar richtig klein. Guckt euch das an. Ganz kleine Ausführung. Und auch nochmal die andere Seite gezeigt. Kleines Feinmechaniker-Set drin. Und das dann zusammengeklappt. Hier in so einem kleinen Teil drin. Wirklich schön. Sehr tolles Teil. Also darüber freue ich mich wirklich gerade richtig. So, 13. Jetzt die... Besonders, weil ich sowas noch nicht habe. Wo ist die 14? 13. 14 ist da oben. 14. Da haben wir noch ein Bit drin. So, dann kommt die 14 auch wieder zurück. Aber ich glaube, hier gibt es ein kleines Problem. Aber das lösen wir gleich, das Puzzle. 14. 14, 14, 14. Wo ist denn die 15? Ach, da. Habe ich nicht gesehen, weil ich das schon rausgezogen hatte. Ein großes Kästchen. Und da ist ein Pico wieder drinne, und zwar ein Pico Finish, die kennen wir ja, und zwar ist das der Via Pico Finish 261P, ich glaube, den habe ich sogar noch gar nicht, und das ist ein Kreuz, ein ganz feiner Kreuzdreher, ihr seht, oben auch wieder beschichtete Spitze, und ich glaube, den habe ich noch gar nicht, sehr stark, und somit habe ich auch fast die ganzen Pico Finish Geräte zusammen, so, 15, jetzt brauchen wir die 16. Die 16, wo ist die 16? Da oben. 16. Da ist wieder ein Bit drin. Ja, die gucken wir uns auch gleich an. 16, dann haben wir hier die 17. Wieder ein Bit drin. Schauen wir uns auch gleich, wie gesagt, an. Ich glaube, wir müssen gleich ein Ergebnis haben. Hier haben wir die 18.
Und da haben wir auch wieder einen dicken drinne. Und zwar haben wir hier so einen Knauf. Mir haben Leute mal geschrieben, wie der heißt. Ich habe es wieder vergessen. Und zwar den pH 2 mal 25. Also pH 2 ist die Kreuzart und mal 25 ist hier die Länge. Also so ein kleiner Knopfdreher. Die sind sehr gut. Habe ich auch schon oft mitgeschraubt mit dem anderen. Und hier ist noch einer drin. Sehr schön. So, die 18 kommt auch wieder zurück. 19. Die war da oben. Noch ein Bit. Sehr schön. So, jetzt seht ihr das Muster. Das ist eins davon. Das sieht sehr schön aus. 19, die 20 war hier unten in der Ecke. Und dann haben wir, glaube ich, auch die Bits gleich alle durch. 19, da war auch noch ein Bit drin. 19. Und jetzt fehlt die 20. Die war doch eng. Wo? Ach, die war direkt... Hä? Ne, 20. Die 21. Mann, wo bin ich denn? Die ist hier. Komme ich denn auf 19? Da haben wir auch noch ein Bit drinne. So. Jetzt die 22 war hier. Und das müsste jetzt, glaube ich, der letzte... Oh, hier haben wir den Bit-Adapter. Der ist wirklich sehr gut. Funktioniert, was er tun soll. So, die 22, die 18. Da stimmt was nicht. 13, so rum. Zack, zack, zack. Dann ist die 14 falsch. So, jetzt gibt es auch einen Sinn. So, das war jetzt die 22. Jetzt brauchen wir die 23. Jetzt kommen wir uns langsam dem Ende nahe. Da ist noch ein Bit drinne. Zack, und jetzt die 24, das letzte Kästchen. Das haben wir hier. Auch nochmal was Großes, Schweres drinne. Ich bin gespannt. Auch wieder eingepackt in Papier. Sehr gut, wirklich sehr schön. Und es ist ein der ist schön, den zeige ich euch gleich. Moment, so, und jetzt haben wir hier, wie gesagt, ein anderes Muster. Das fand ich, also das fand ich wirklich toll, ne? Man konnte sich richtig aussuchen. Und hier haben wir jetzt einen Schlitzdreher, und zwar ist das der 0,8er mal 4,5 mal 90. Und zwar haben wir hier einen Schlitzdreher, aber gleichzeitig ist das auch so eine Art Meißel. Wir haben einmal hier eine Sechskantaufnahme, das heißt, man könnte sogar noch mit einem Schlüssel als Hilfe. Und hier oben haben wir ein Schlagfeld, wo man zum Beispiel mit dem harten Gummi draufhauen könnte und theoretisch irgendwas hämmern etc. Auf jeden Fall ist das ein spezieller Schlitzdreher. Finde ich richtig stark. Schön. Habe ich auch noch nicht. So, jetzt gucken wir mal. Wir haben einen schönen Schraubendreher zum Schlagen. Dann einen kleinen Knauf. Dann feines Werkzeug. Sehr schön. Ein Pico-Dreher. Einen Gummihammer mit Hart- und Weichseite. Dann haben wir einmal das Bit-Set. Ich räume das und sortiere das mal eben kurz schnell auf die Schnelle ein. Und hier haben wir jetzt unser Bit-Set drinne. Und ich glaube, das ist sogar ein komplett anderes, als ich schon habe, weil ich kann mich erinnern, dass das andere, was ich hatte, auch Schlitzdreher hatte. Und hier haben wir jetzt Torx drin in verschiedenen Größen, dann die normalen pH-Dreher und PZ-Dreher. Und von den PZ sind sogar zwei doppelt, genauso wie von den pH-Drehern, falls die mal abnudeln. Dann haben wir noch einen Dreier und bei den pH noch einen Einser. Und ja, das sieht auf jeden Fall sehr vernünftig aus. Schön, wieder so eins zu haben. Und dann haben wir noch einen Imbusdreher, der aber, glaube ich, hauptsächlich zum Zusammenbauen für den Hammer mit drin lag. Und natürlich das Beste, unseren schönen Kraftseitenschneider nicht zu vergessen. Und das ist doch wirklich ein toller Kalender. Und wie gesagt, für 29 Euro finde ich den jetzt gar nicht so verkehrt und ist für mich eine sinnvolle Nachrüstung. Ihr müsst gucken, wenn ihr euch diesen Kalender holen wollt, gab es drei verschiedene Kneifgeschichten. Einmal den Kraft, dann einmal den Stromseitenschneider und glaube ich noch eine Flachkopfzange, aber da bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Und wenn ihr den Kraftschneider wollt, müsst ihr darauf achten, dass ihr den Kraftschneider, das Paket mit dem Kraftschneider kriegt. Ich habe jetzt eben gerade mal noch mal kurz das andere geholt und wir sehen, das sind zwei komplett verschiedene. Wir haben hier das einmal aus dem letzten Jahr oder von 2016 ist der, glaube ich. Und hier haben wir einmal auch Torx drin, wir haben hier aber auch noch Imbus, einen Schlitz und hier verschiedene Kreuzdreher. Und hier aus den alten, oder besser aus den etwas älteren Kalender,
sind die Bits komplett anders. Das heißt, man hat hier nichts doppelt, sondern man hat hier verschiedene Bitsysteme jetzt. Und da freue ich mich sehr. Freue ich mich sehr drüber. Und da habe ich hier einen alten Regler gefunden, wo wir jetzt mal den Kraftform testen. Ich habe nichts anderes gefunden, aber ich möchte mal einfach mal zeigen, wie leicht es ist, dieses Kabel hier zum Beispiel abzuknipsen. Das war ja kein Aufwand. Also das war jetzt gar nichts. Das ging richtig butterweich. Guckt euch das an. Nochmal drei. Und mit drei Fingern gar kein Problem. Also wirklich sehr leicht abzuknipsen. Das geht wirklich durch wie Butter. Ich zeige euch mal die Schnittkante. Und dann seht ihr das auch, dass das hier nicht gepresst ist, sondern dass hier wirklich geschnitten wird. Da. Also wirklich schöner Seitenschneider oder Kraftschneider. Wirklich tolles Gerät. Wie gesagt, für das Geld. Muss ich wirklich an Via sagen, Hut ab. Wirklich toll, dass ihr immer diese tollen, hochwertigen Weihnachtskalender raushaut. Und das schon seit 2014 oder besser seit 2013. Und das für einen humanen Preis, muss ich echt mal sagen. Daumen nach oben, dass man hier wirklich tolles Werkzeug kriegt für einen schmalen Taler. Und das auch noch so als Überraschungsgeschichte, als Adventskalender. Weil es wirklich, wirklich toll. Danke. Das war's mit dem Special 6. Türchen Weihnachtskalender. Ich bin's, euer Laser. Schaut auf ihn ein, und es heißt Laser Time. Tschüss.